Moin, hallo und willkommen zurück zu Queen's Quest for Sacred Truth oder Kampf der Königin 4, Heiliger Burgfrieden. Wir sind hier im Quartier des Druiden sozusagen, oder ja doch, im Quartier kann man sagen eigentlich, in seinem Chamber im Englischen, wo er sozusagen sein, ich weiß gar nicht, seinen Hobbys nachgeht, hätte ich es beinahe gesagt, und haben jetzt hier den Balkonschlüssel. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Dame des Sees hier steht, die will den Druiden aussaugen. Da müssen wir uns beeilen. Dann hat er nachher keine Magie mehr. Und das wäre natürlich dann fatal. Aber eigentlich sind wir ja sein Nachfolger. Ich wusste, dass sie den... Ach, den Stab hat sie bestimmt von uns genommen, ne? Da müssen noch Ringe rein. Oh, jetzt ist ein Drehrätsel. Ich fürchte, das wird schon wieder übel werden. Wir schneiden das mal auf. Drehrätsel haben es leider immer so in sich. Das dauert dann immer ein bisschen länger als geplant und ja. Kommt auch ein bisschen schwierig, das mit dem Drehrätsel. Das könnte noch interessant werden. So, was haben wir denn hier? Den Smaragd müssen wir darum einsetzen. Es gibt eine spezielle Kombination von Runen, die ich drücken muss. Was? Das habe ich nicht aufgepasst. Leuchtet es nochmal? Komm schon. Da unten, okay. Die, die, die und die. Zwei weitere Sequenzen und es ist offen. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Das ist noch ein Ring. Wir haben zwei Ringe und jetzt können wir auch nein, das Drehrätsel machen. Ich bin zwischendurch ein bisschen ruhig, das tut mir leid. Ich versuche mich zu konzentrieren. Dreh die Ringe, um das Bild wiederherzustellen. Einige Ringe sind miteinander verbunden. Ich muss jetzt mal rausfinden, wie rum. Das müsste so rum sein. Glaube ich. Oder? Oh, das müssen wir ein bisschen drehen. So. So ist okay. Oh, das dreht sich natürlich auch mit wieder. Das sieht ja spaßig. Warte mal, ich muss so rumdrehen, ne? Ja. Das sieht aber ein bisschen blöd. Wir müssen dahin. Das kriege ich noch nicht ganz hin. Ich muss erstmal unten anfangen. Vielleicht kann ich das so rum machen. Das dreht natürlich mit, das war ja klar. Sich nach innen drehen, das wird ja spaßig. Vielleicht geht es doch, wenn wir das so drehen können, wäre das natürlich einfacher. Ein Glück, dass es passt. Okay. Da waren sie gnädig. Manchmal ist das nicht so toll. Aber wir haben es hingekriegt. So, okay. Wir legen die Dinger mal hier hin. Das haben wir. Dann das hinten Fässchen. Nicht? Okay. Hier kann ich einen wahren Namen der Dame vom See. Ich brauche ein Tintenfässchen und den. Okay, Tintenfässchen haben wir hier. Und eine Feder. Okay, finde alle Paare identischer Symbole, um sie zu entfernen. Die übrigen Symbole bilden die Silben des wahren Namens der Dame vom See. Okay, das hier und das hier. Dann, was haben wir denn noch? Das hier. Das hier. Das hier. Okay. Da haben wir zwei Silben. Jetzt kommt die nächste Charge. Oh, das geht sogar zu da. Okay. Dann das hier. Das hier. Das hier und das hier. Die nächsten beiden Silben. Und der dritte. So, was haben wir denn hier? Das hier. Das hier, das Verschnörkelte, das hier. Die Frage ist, woher wussten wir, dass das der wahre Name ist? Nimue, let him go! Nimue, bring the princess back and then be gone! Okay, jetzt ist sie wieder weg.
Da haben wir sie wieder alle gerettet. Great work, Apprentice Altor. I was nearly destroyed. The princess is safe. I'll take care of Morvin later. Keep the druid seal. You'll truly be a great peacekeeper. Now, call the representatives of the five realms. We have a sacred truce to establish. Und es geht wieder von vorne los. Der Friede, der Friedenspakt. Das ist das Buch des Druiden. Okay, das war also das Bonuskapitel von Queen's Quest 4 Sacred Truth oder Kampf der Königin 4 Heiliger Burgfrieden in der Sammleredition. Das ging jetzt ziemlich schnell, muss ich zugeben. Da hat Nemue die Dame vom See aber dann doch, ja, was soll man das sagen? Leider keine guten Karten gehabt. Sie hat dem Druiden im Endeffekt die Magie beigebracht und ihn eigentlich geliebt. Und er hat sie im Endeffekt zurückgelassen, um mit der Magie Frieden zu, Frieden herzustellen zwischen den Völkern. Und ja. Jetzt konnte sie sich befreien und, ja. Wollte ihn sozusagen mitnehmen. Aber das hat ja jetzt auch nicht funktioniert, also. Schwierig. Die Frage ist nur, wenn er jetzt sowieso eigentlich nichts mehr zu tun hat, weil ich ja der Nachfolger werde, könnte er dann nicht trotzdem mit ihr zusammenbleiben? Aber sie wäre wahrscheinlich trotzdem an den See gebunden, so wie es aussieht. Schwierig. Kann man das nicht irgendwie beides hinkriegen? Fragen über Fragen. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Okay, das war also Queen's Quest 4. Beziehungsweise Kampf der Königin 4 im Deutschen. Und ja, sehr interessant. Mit den Elfen zusammengearbeitet sozusagen. Ich frage mich ja, welche Rasse wir angehören dann als Friedenswächter. Das sind wir ein Mensch? Oder sind wir irgendwie doch kein Mensch? Ich bin mir nicht sicher. Und es wird auf jeden Fall ein neues Zeitalter. Sowas sagen. Aufgeschlagen werden, wenn die Prinzessin tatsächlich einen Menschen heiraten würde. Ich frage mich, ob das erlaubt ist. Wobei, sie ist ja die Prinzessin. Sie kann das ja neu regeln alles. Dann würden auf jeden Fall die beiden noch enger zusammenkommen. Die anderen, na gut, die waren jetzt eher so eine Nebenrolle. Aber naja, mal schauen. Vielleicht tut sich ja noch was in den anderen Teilen. Es gibt noch einen fünften Teil tatsächlich. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Bibelspiel wieder oder in einem anderen Let's Play. Und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und hallo, willkommen nochmal kurz zu Queen's Quest for Sacred Truth oder Kampf der Könige 4, Heiliger Burgfrieden. Wir gucken nochmal kurz in die Extras rein. Einige Teile der Zusatzinhalte können Spoiler enthalten. Das haben wir ja schon alles gemacht jetzt. Von daher können wir da ja mal reinschauen. In die Wallpaper. Das war sozusagen hier, ja, müssen wir was sagen, die Gefangenenstätte. Da haben wir dem Herrn ja sozusagen noch geholfen hier, wo die Gefangenen aufbewahrt wurden von den Elfen. Das war der Thronsaal sozusagen, wo wir den Bürgermeister gerettet haben und uns dann auf den Weg gemacht haben. Da haben wir den Händler gefunden, der, ja, was soll man sagen, kein normaler Händler war auf jeden Fall. Hier ist der See, wo wir dann hin mussten, um zum Druiden zu gelangen, um die Prüfungen dann abzulegen. Und das war auch der See, wo wir jetzt im Bonuskapitel nochmal drin waren und die Dame des Sees getroffen haben. Die Hütte gab es da nicht mehr, muss ich zugeben. Der Baum war grün hier und der Wagen war auch nicht mehr da. Da war dann stattdessen eine Feuerstelle. So, was haben wir hier noch? Das war Cranks zu Hause. Crank? Ich glaube, er hieß Crank. Und da stand auch der Wagen des Händlers. Und er wollte ja nur eins. Die Magie für sich haben. Das war, tja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, von den, da oben ist das Symbol noch, von den Friedenswächtern sozusagen, um dort zu dem, ja, wie soll man sagen, zu dem Siegel zu gelangen. Da mussten wir uns ja noch so ein bisschen durchkämpfen auf dem Berg. Das muss ich zugeben, war echt ein großer Wagen, wenn ich mir das so angucke, wäre echt viel Platz drin noch. Der Wagen vom Händler. Aber der Stuhl, ja, der Stuhl ist schon so eine Sache, ne? Das Skelett da, da ist es. Da haben wir dann die Prinzessin gerettet, sozusagen. Auf dem Berg, wo es dann zum Showdown kam. Um sozusagen die Menschheit, ja, wie soll man es sagen?
nicht in Wut geraten zu lassen und in Streit. Das, wobei Menschheit ist ja falsch gesagt, eigentlich sind das ja die fünf Rassen, die wir da beruhigen sollten und die durch Magie zusammengehalten wurden. Ich glaube, so kann man das am besten sagen. Konzeptentwürfe können wir uns nochmal angucken hier. So soll das also erst aussehen, aber im Endeffekt war es nachher anders. Es war dann einfach vereinfacht. Wo ich zugeben müsste mit dem Baum, das wird mir bei den Elfen wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen als diese Steine. Okay. Der Thronsaal. Der wurde größtenteils übernommen, nur dass dann hier nachher noch die Wand etwas anders stand. Die stand dann hier einfach so schräg. Das ist auch ein bisschen schwierig, ne? So, da ist eigentlich eine Mischung aus Stein und gleichzeitig Baum. Ich hätte ja gesagt, dass die Elfen, ja gut, ich sag mal so, Häuser könnte ich mir auch gut vorstellen bei den Elfen. Aber dass die halt irgendwie so in die Bäume integriert sind. Das ist ja, soll ja hier, glaube ich, auch das darstellen, so ein bisschen. Aber es könnte noch ein bisschen naturbelassener sein, vielleicht, finde ich. Da war der Händler und die Dame, die verwandelt war. Oh, hier kommt sogar noch eine Eule raus. Das fällt mir jetzt auf. War die Eule auch da? Das weiß ich gar nicht mehr. Das war ja schon eine Weile her. Das war der See. Der war auch fast genauso. Okay, der Baum, der hier drauf geschlossen ist, war nicht da. Aber groben Glanzen war das schon so. Und dann haben wir noch vier Stück. Das war Cranks Haus dann im Endeffekt, wo der Wagen stand, wo wir noch rein mussten. Er lag dann später andersrum. Ansonsten sieht das eigentlich fast identisch aus. Da ging es den Berg hoch. Das war eigentlich auch im Groben und Ganzen, ja, kann man sagen, ist es so geblieben. Das war der fahrende Wagen sozusagen vom Händler. Der ist eigentlich auch so geblieben. Wenn man sich das so anguckt. Im Groben und Ganzen, ja doch, die Idee ist geblieben. Und das war dann auf dem Berg, das war eigentlich auch so. Da war da nicht mehr viel. Wirbelszenen, Filmszenen brauchen wir jetzt nicht machen. Musik lassen wir mal weg. Da war jetzt nicht so viel. Minispiel, Spiele, Wimmelszenen lassen wir auch mal weg und Filmsequenzen. Tja, das war's dann schon. Sehr interessant, auf jeden Fall. Sieht sehr malerisch aus, muss ich zugeben. Sehr malerisch. Wir sind also der Peacekeeper. Ich bin ja mal gespannt, ob der fünfte Teil auch noch weitergeht wieder oder ob es da nochmal eine andere Geschichte ist. Der dritte Teil war ja auch wieder ein bisschen was anderes noch als der vierte jetzt wieder. Ich frage mich, was da mit der Dame passiert ist. Sind wir echt in der Vergangenheit geblieben und dann hat es aufgehört? Dann kamen doch wieder andere Geschichten, weil der erste Teil und der zweite Teil waren ein bisschen anders. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Der dritte Teil war ja dann auch wieder mit einer anderen Dame und jetzt waren wir tatsächlich mal jemand anderes, also ein männlicher Kollege mit einer Elfendame. Da war ich auch erst wieder am Überlegen. Ich habe mich nicht alles in einem geschafft, hier das aufzunehmen. Deswegen habe ich jetzt nochmal nachgezogen, um die Geschichte zu Ende zu spielen, um zu sehen, was passiert. War eigentlich sehr schön, muss ich zugeben. Das Bonuskapitel hat mir auch sehr gut gefallen, sehr kurz. Aber ich frage mich, ob da noch hätte mehr sein können, muss ich zugeben. Weil das Ende ist so. Ja, das war so abrupt irgendwie. Ich bin ja eigentlich der Freund von, dass man das versucht, alles hinzukriegen. Natürlich kriegt man das nicht immer alles hin, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Und ja. Naja, wer weiß. Okay, ich quatsch mal lieber nicht so viel. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in dem nächsten Wimmelbild-Spiel wieder. Ich hoffe mal. Mal schauen. Queen's Quest 5, also Kampf der Königin 5 dann. Das ist, glaube ich, der aktuellste Teil. Oder in einem anderen Wimmelbild-Spiel. Ich habe ja noch ein paar auf Lager. Ich muss da noch gucken. Ich hätte ja noch ein paar andere, aber da muss ich noch mal schauen, wie ich das machen kann. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, weil das nicht ganz so hinhaut, wie ich es gerne hätte. Oder, ich habe noch ein paar andere Spiele. Mal schauen, ich habe da noch was ich gerne mal spielen würde oder was ich ausprobiert habe. Mal sehen, ob ich das dann demnächst mal raushaue. Und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!